Ein Blick hinter die Kulissen von Lieblingsplätze Wallis. Grüezi, mein Name ist Christine Bonvin. Ich bin Autorin von 2 Genusskrimis und verschiedenen Kurzgeschichten in Anthologien. Dieses Jahr ist im Gmeiner Verlag der Freizeitführer Lieblingsplätze Wallis erschienen. Gerne nehme ich Sie mit auf eine kleine Entdeckungsreise und gebe Ihnen Einblick in die Entstehungsgeschichte dieses Werks. Im Kanton Wallis, inmitten von Rebhängen, am Fuß von hohen Bergen lebe ich. Hier scheint die Sonne 300 Tage im Jahr. Es gibt viel zu entdecken. Europas höchstgelegenen Weinberg. Die größte Lärche in der Alpenregion, den langsamsten Schnellzug, die welthöchste Gewichtsstaumauer, den kleinsten Dorfplatz, über 700 verschiedene Walliser Weine in einer Önothek, den höchstgelegenen Fußballplatz Europas. Nebst diesen Sehenswürdigkeiten, die von Superlativen begleitet werden, finden Sie im Freizeitführer Lieblingsplätze Wallis auch Kuriositäten, so zum Beispiel einen griechischen Gott, Kühe, die Königinnen sind, ein Dorf in 2 Ländern. Neugierig geworden? Gerne verrate ich Ihnen mehr zum Inhalt und wie dieses Buch entstanden ist. Auf einer großen Karte in Vogelperspektive habe ich mir Orte markiert, die mir von Freunden und Bekannten empfohlen worden sind. Die Auswahl der Lieblingsplätze jedoch entsprang vor allem meinem persönlichen Vorlieben, den Emotionen, die sie mir auslösten, sei es in Bezug auf die Schönheit, die Einzigartigkeit, den geschichtlichen Hintergrund und die Ausstrahlung. Großen Gefallen finde ich zudem an allem, was mit Wein zu tun hat. Diesem Interesse wird das Wallis mehr als gerecht. Ist es doch die größte Weinbauregion der Schweiz mit einer Vielzahl von Rebsorten. Und dann ging es auf Entdeckungsreise, virtuell und physisch. Der literarische Ausflug startet am Rhonegletscher und endet am Genfersee, an der Grenze zu Frankreich. Die Rhone, oder der Rotten, wie die Oberwalliser sagen, zieht sich wie ein silberner Faden durch das Buch und die Landschaft. Aber auch die unzähligen Seitentäler kommen nicht zu kurz. Einen Monat lang wurde ich jeden Tag von Yvon Poncelet begleitet. Er lebt mit meiner Cousine in Ostende, wo sie eine Fotogalerie führen. Er ist Dozent für Fotografie an der Städtischen Akademie der Schönen Künste in Bruges. Bei einem Besuch in der Schweiz kamen wir auf das Projekt zu sprechen. Dabei hat er sich spontan bereit erklärt, mich bei diesem Vorhaben zu unterstützen. Unzählige Brücken und Abgründe haben wir überwunden. Wir sind auf Kirchtürme gestiegen, durch Gletschertunnels gewandert, haben Berge erklommen, zwar mit der Bahn. Grenzen wurden überschritten. Edelweiß kreuzten unseren Weg. Im botanischen Alpengarten Floralp in Champelac. Natürlich kam auch der kulinarische Aspekt nicht zu kurz. Ich kann ja nichts beschreiben, was ich nicht selber verkostet habe. Einheimische schauten uns manchmal mit großen Augen an. Manche ignorierten uns und hingen ihren eigenen Gedanken nach. Andere schauten auf uns herab.
Wir ließen uns nicht aus dem Konzept bringen und haben entsprechend reagiert. Für ein Bild wie dieses benötigten wir einen ganzen Tag. Im Wintergarten wurde das Fotostudio aufgebaut. Ich kochte und Yvon arrangierte und fotografierte. 30 Tage reichten nicht, um alle 90 Plätze zu besuchen. Einheimische und Freunde zeigten mir ihre Lieblingsorte. Sie wanderten mit mir über Stock und Stein. Auch unsere Freunde und Gäste mussten daran glauben und mit uns auf Entdeckungsreise. Es gab jedoch jedes Mal eine kleine Überraschung. Mit den gewonnenen Einsichten und den neuen Perspektiven ging es dann an die Gestaltung des Textes. Es ist mir ein Anliegen, dass der Leser die Emotionen mitbekommt, die ich beim Anblick solcher Naturschönheiten verspürte. Die Informationen zu den Lieblingsplätzen kommen aus diversen Quellen. Nach einem gründlichen Lektorat und der Wartezeit für den Druck durfte ich die ersten Bücher im Wallis in Empfang nehmen. Nun heißt es Wanderschuhe schnüren und los geht's! Ich wünsche Ihnen wundervolle Aussichten und kulinarische Genüsse auf Ihrer persönlichen Entdeckungsreise zu den Lieblingsplätzen. Ihre Christine Bonvin, die sich über Rückmeldungen freut.